Wir kommen. Vorwärts aus dem Ort raus. So, mal gucken, ob wir diesen Ort nicht allein mit Panzern. Costa di Ravello einen neuen Namen bekommt, meine Brüder und Schwestern. Nennen wir es Costa di Pace oder Costa di Revolution. Ja! Oder Costa Rico. Steig aus! Ich muss einfallen, aber so oder so. Lang lebe die Revolution. Willst du mich denn eigentlich verarschen? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wir fahren gegen einen Bordstein mit einem Panzer und er fängt Feuer. Dann können wir nicht aussteigen. Dann steigen wir aus und verbrennen. Das ist bestimmt du. Können Sie nicht aufpassen? Vogel! Was? Rodriguez? Tatsächlich! Ich habe ein Tattoo Ihres alten Rennwagens. Willkommen zu Hause. Da! Eine schöne Mütze. Hey, wir sind nicht die Alles gut. Jungs. Sagst du? Ich entscheide, wer hier böse ist, wer nicht. Oh, da liegt ein irgendwas. Und los geht's. Ein Ravioli-Band. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme vor den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Hatten wir den Text nicht schon? Von dem Band? Haben wir den nicht schon gehört? Ich bin gerade unsicher. Ich meine schon. Gut, dann schauen wir mal hier an dem Mauthäuschen vorbei. Ah, da gibt's Waffen. Sehr schön. Ihr habt bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal hier reingucke und mir. Oh, die wollen mich. Lager auf. Geht. Ja! Ja. Wir schweben. Sie befinden sich in einer Sperrzone. Verlassen Sie das Grundstück sofort. Du bist eine Sperrzone, mein Freund. Mehr Waffen, mehr Männer! Alle Einheiten, klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ah, nein, lass mich raus hier. Lass doch mal los, Mann! Bist aber auch manchmal echt ein bisschen. Gut, machen wir erst noch den Laden hier oben platt. Da ist wahrscheinlich gar keiner mehr hinter dem Auto. Was? Was ist denn? Packen wir es heute noch oder was? So viele waren doch hier gar nicht. Was war da hinten? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Nein. Sichtkontakt wiederherstellen. Okay, dann würde ich sagen, wir greifen hier mal an. Und zwar machen. Na, das Auto ist jetzt im Eimer. Wird er weg? Ja. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Die Zielperson greift an, mein Freund. Wie ein Vöglein. Bewegen uns durch die Lüfte. Ich würde sagen, gehen hier hin. Töten ihn. Ist auch noch einer? Alter, ist das Ding groß. Oh, wir können es bewegen. Sehr schön. Ach, schön. Warum haben wir sowas nicht als normale Waffe dabei? Wäre doch viel schöner. Oh. Oh. Komm mal her. Wieso kann ich das denn nicht da drüber schieben? Sei jetzt nicht, weil der Vogel da im Weg liegt. Ah, so. Wir hungern an dem Bordstein, nicht an dem Bordstein, an dem Gulli-Ding da. So, Freunde der Sonne. Jetzt ist
Fasching angesagt. Ach Gott, das ist so schön mit dem Teil. Die Luftabwehr ist doch was Feines. Was? So, ich glaube, wir haben hier vor uns in den Boden geschossen. So. Das war hartnäckig, das. Dieses Teil da. Da haben wir eine Schüssel. Alter, haben wir ja ganz schön viel zu zerstören, muss ich sagen. So, ich würde sagen, wir machen da unten den Fuhrpark noch kaputt. Einfach nur, weil wir es können und weil es Spaß macht. Noch was, was explodieren kann. Ein Traum. Cool, reicht das? Ja, sehr schön. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. So, Marineeinheiten, habe ich gehört. Hier ist nichts. Hier auch nichts. So den Verdacht, dass wir brennen. Blöd. Ist die Frage, gibt es hier auch so einen Türöffner für Marineeinheiten? Okay, jetzt kommt alle hier hoch, oder was? Eben sieht man keinen einzigen Arsch von euch. Und jetzt auf einmal wollen wir hier alle auftauchen. Ui, das war etwas heftig. Aber nichts passiert, ich bin nur aufs Gesicht gefallen. Was? Wieso geht das auf? Ich war das nicht. Ist ja jetzt etwa die Marineeinheit? Na gut, ich fährt weiter. Ich hätte gerne ein Kriegsschiff. Wäre das möglich, Freunde? Na gut. Ich würde sagen, wir ziehen einmal ein bisschen weiter. Und schauen, was es hier hinten noch gibt. Schönes für uns zu entdecken. Ich weiß, der Satz war jetzt nicht ganz gerade gesprochen. Gehen wir schon ein bisschen auf den Zeiger. Ah, ich sehe ein Kriegsschiff. Das schnappen wir uns, oder? Das sieht doch aus, als wäre es für uns gemacht. Alter, hör doch mal auf jetzt hier. Ist ja echt gut jetzt. Ich möchte dahin. Freunde der Sonne. Jetzt geht's ab. Okay, ich möchte erstmal kurz ein bisschen hier rausfahren. Okay, ich glaube, das ist nicht so einfach. Und wir haben ein Kriegsschiff. Das ist ein wenig schwerfälliger. Ja, komm, Mutti, komm rum mit dem Arsch. Wir schaffen es nicht zu drehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ist ja schon lobenswert, die Tapferkeit, ein Kriegsschiff mit einem MG anzugreifen. Das muss man ihn ja hoch anrechnen. Vielleicht ist es Verzweiflung, vielleicht ist es aber auch einfach nur Dummheit. Weißt du was? Wäre die Frage, ob wir die Dings nicht umprogrammieren wollen. Jung. Na komm, wir machen es einfach kaputt. Eine können wir mal da lassen. Falls doch Hubschrauber kommen. So, jetzt sind wir hier raus. Ein Traum.
ich würde sagen, jetzt. Achtung! Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Was? Ich wusste es. Die Hubschrauber. Lasst mich doch in Ruhe, Mann! Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Junge! Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Was ist da draußen los? Sie? Bitte kommen! Warum antwortet so. Sie alle tot sind. Mann, die Boote gehen mir auf den Zeiger. Wir waren eben keine Boote, als wir da drin waren. Wir sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Hier Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Nein, lass mich in Ruhe! Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Mit diesem fetten Kahn kann man einfach nicht manövrieren. Soll ich mich denn hier auch noch auf Boote konzentrieren? Wir schicken Boote zu eurer Position. Ja, ich hab's verstanden. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, ist klar. Hilft dir auch nicht. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. So. Ja, gut. Zerstört. Sehr schön. So, wir fahren jetzt mal hier hin. Parken unser Boot hier. So, Junge. Was stimmt nicht mit dir? Okay. Unser Boot ist im Eimer. Da lang bitte. Was? Was machst du denn da? Oh. Stirbt! Vor allem stirbt, sondern stirbt! Wo ist denn jetzt? Jetzt haben wir unser. Mann, du gehst mir auf den Zeiger! Hör doch mal auf jetzt hier! Muss das auch hacken. Muss man sich halt mal kurz konzentrieren. So, jetzt ist natürlich unser Boot weg. Ich bin begeistert. Wir hatten ein so schönes Kriegsschiff. Und jetzt ist es weg. Und euch Boote will ich nicht, weil ihr habt nicht das nötige Kaliber. Das... Das Party-Kaliber fängt woanders an. Gut, dann machen wir es halt so. Komm, hier. Da, drauf schießen. Explosion. Da. Das hatte ich mir so schön vorgenommen, hier das ganze, den ganzen Laden mit dem Kriegsschiff aufzuräumen. Aber, gut. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Ja, ganz eindeutig. Betriebsunfall. Da. Was? Hör auf zu lasern. Wo denn? Haben wir noch so ein... Nee, haben wir nicht. Was bist du denn jetzt her? Kamerad Schnürschuh hier. So, dann... Hangeln wir uns schnell darüber? In der Hoffnung, dass... Na. Junge! Stirb. Was ist denn mit dem los? Der hat so eine Schussweste hier. Schusssichere Feste. Schusshemmende Weste. Mein Gott, was ein schweres Wort. Aber Hemd ist halt nicht sicher, ne? Schon gar nicht, wenn wir hier angreifen. Machen wir so. Und
Bietet sich an. Oh, oh. Oh, oh. Batman. Adios, mein Freund. Was haben wir denn noch offen? Okay, noch einiges. So. Was? Das überlebt ein Raketenwerfer? Ist ja verrückt. Ah, na gut. Das hat nur etwas gedauert. Aber am Ende wird alles gut. Sieht auch irgendwie cool aus. Ein Träumchen. Ja komm, wir gehen nochmal da hoch. Genießen die Aussicht. Oh. Nirgends ist man sicher vor den Pfeilen hier. So. Wo geht's weiter? Gut, wir gehen hier. Hier war das, hier war der. Stirb. Oh, 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 oh. Erhol dich bitte schnell. Was passiert denn?